barkassierte Rezeptgebühren zu sammeln und an die Apotheke weiterzuleiten, die den ASB mit Medikamenten beliefert. Ende Mai 2001 beklagt sich der betreffende Apotheker bei der ASB-Leitung, er habe schon wochenlang keine Rezeptgebühren mehr von Data bekommen. Dann haben wir die das überprüft, haben festgestellt, dass er bei uns ca. 2000 Mark unterschlagen hat, haben ihn fristlos gekündigt und sofort Strafantrag gestellt und die Kripo eingeschaltet. Und die Kripo ermittelt auch gegen Data wegen der Unterschlagung. Am 5. Juni wird er zur Vernehmung ins Bremerhavener Polizeihaus bestellt. Er kommt auch, wird vernommen und bestreitet die Vorwürfe. Am Abend desselben Tages begeht er seinen ersten Mord. Niemand, der mit Data zu tun hat während der 10 mörderischen Tage vom 5. bis zum 14. Juni, stellt irgendeine auffällige Veränderung an ihm fest, nicht mal seine Eltern. Er ist ja hier denn ja auch gekommen, noch, wie er schon die ersten Frauen umgebracht hat. So als wenn nichts gewesen ist. Ganz normal verhalten. Überhaupt nicht. Nicht irgendwie so. Also, ich meine, man normalerweise, also ich könnte es nicht verbergen. Also irgendwie würde man mir das ansehen, wenn ich irgendwas angestellt habe da. Also irgendwie wäre ich ja unruhig oder was, nicht? Gar nicht. Ja, überhaupt nicht. So wie immer kam er rein hier und ein Hallöchen hier und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wahrscheinlich wäre es eine Frage der Zeit gewesen, wann wir dran gewesen wären, irgendwo. Martha Neubauer, damals 82 Jahre alt, wird Datas sechstes Opfer, am selben Tag wie Anneliese Kaune. Er fährt direkt vom einen Tatort zum anderen. Morgens gegen 9 klingelt er an Martha Neubauers Häuschen in Bremerhaven-Wulsdorf und sagt, er müsse mal prüfen, ob man da nicht ein behindertengerechtes Bad einbauen könne. Ich sage, ich brauche kein Behindertenbad. Ich komme da gut rein. Und dann sagt er, er müsste aber das inspizieren. Und ich ging mit ihm ins Badezimmer. Und so sagt er, die Wanne ist viel zu tief. Und das Zimmer ist viel zu klein. Das geht gar nicht in diesem Zimmer. Und ich sagte, na, das ist ja gut, dann lassen Sie uns mal zusammen in die Küche gehen und uns weiter unterhalten. Na, wie ich mich umdrehte und in die Küche wollte, machte er seine Hand vorm Gesicht. Ich machte so und schlug ihn die Hand weg. Ich sag, was soll das? Und er sagte, Dieter, das ist ein Überfall. Ich sag, was wollen Sie von mir? Geld, sagte er. Wie bei seinen vorherigen Taten zerrt Data Martha Neubauer ins Schlafzimmer, presst ihr Gesicht ins Kopfkissen und foltert sie so lange, bis sie ihm sagt, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Er drückte auf meinen Kopf. Hier drückte er so auf das Ohr. Und das tat so weh. Ich sagte zu ihm, Jungchen, nimm das Geld und geh. Du tust mir ja so weh. Data drückt weiter zu und jetzt noch fester. Aber Martha Neubauer tut alles, was sie kann, um weiterzuleben. Ich habe meine Hände so frei gehabt, im Gesicht gehalten. Und so, darum habe ich Luft gekriegt. Trotzdem verliert sie schließlich das Bewusstsein. Data macht diesmal viel mehr Beute als bei allen Taten zuvor. Im Besenschrank in der Küche findet er 700 Mark in einem Portemonnaie. Und zwei Fächer tiefer steht auch noch eine verschlossene Geldkassette, genau wie Martha Neubauer gesagt hat. Data bricht die Kassette auf. Sie enthält 3000 Mark.
Da klingelt das Telefon. Martha Neubauers Sohn Udo ist mit seiner Mutter zum Einkaufen verabredet und will ihr sagen, dass er ein paar Minuten später kommt. Däther hebt den Hörer kurz ab und legt ihn gleich wieder auf. Dann packt er die Geldkassette mit den verräterischen Aufbruchsspuren und die Schraubenzieher, die er in einer Küchenschublade gefunden hat, in eine Plastiktüte und fliegt. Udo Neubauer macht sich natürlich Sorgen und ruft sofort nochmal an. Als keiner abhebt, steigt er in sein Auto und fährt zum Haus seiner Mutter. Hier habe ich sie. Hier habe ich sie aus dem Mund blutend, besinnungslos gefunden. Und dann habe ich sie angesprochen und geweckt, ein bisschen geschüttelt, ein bisschen gerüttelt. Und dann kam sie langsam zu sich und sagte zu mir, wo bin ich, wo bin ich, was ist mit mir passiert, wo ist der Kerl? Der Kerl gibt Martha Neubauers Geld zügig aus. Nachmittags gegen 5 steigt er die Treppe zum kleinen Kontrollturm des Sportflughafens Nordholz bei Bremerhaven hoch und legt da 258 Mark auf den Tisch für einen Rundflug Nordholz-Helgoland-Nordholz. Und er gibt großzügig 12 Mark Trinkgeld. Zuvor hat er bei den Stadtwerken seine Stromrechnung bezahlt, hat Silvia 1500 Mark in die Hand gedrückt und war mit ihr essen und beim Friseur und bei der Fußpflegerin. Er hat den Tag eigentlich recht gut verbracht. Eigentlich muss man sagen, sehr beschwingt und unbeeindruckt von diesen beiden schweren Taten, die er morgens begangen hatte. Also es gibt ja das Phänomen der Abspaltung, dass sie unangenehme Affekte und Erlebnisse und Situationen letztendlich komplett aus ihrem Bewusstsein abspalten, damit es nicht mehr als belastendes Material sozusagen zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite stellt sich für mich die Frage, ob die Situationen für Herrn Däther überhaupt belastend waren. Ob da nicht jemand, ich möchte fast sagen, seinem neuen Berufsfeld nachgegangen ist, seinem neuen Job nachgegangen ist, einen Gelderwerb zu tätigen. Ich betone eben das Kaltblütige. Ja? Und nach verrichteter Arbeit, die unterschiedlich gut gelungen ist, sich dann dem angenehmen Leben zuzuwenden. Und zum angenehmen Leben gehört eben auch mal was Besonderes, wie ein Rundflug über die Nordsee. Der damalige Pilot fand seine Fluggäste irgendwie besonders. Ja, also zunächst habe ich mich gewundert, einfach über die optische Zusammensetzung. Also ein großer Kerl, etwas übergewichtig und eigentlich eine tolle Frau. Und ja, es war eigentlich so, dass er sich sehr im Hintergrund gehalten hat, immer nur wieder gefragt hat, Schatz, was möchtest du? Schatz hier, Schatz da, geht's dir gut? Und eigentlich hatte die Frau das Sagen und er schien eigentlich nur darauf bedacht zu sein, ihr Gutes zu tun. Dass Thomas Deising einen Serienmörder nach Helgoland und zurückgeflogen hat, das hat er erst viel später erfahren. Und von der Polizei ist er nie vernommen worden. Abends gegen 9 kommt Olaf Däther nach Hause. Vor dem Haus in der Bütteler Straße wartet schon die Polizei. Martha Neubauer hat Däther beschreiben können und hat gesagt, dass sie ihn als ASB-Mitarbeiter kennt. Däthers Ex-Kollegen und die Kripo haben die richtigen Schlüsse gezogen. Als Däther die Beamten sieht, wendet er sein Auto und flieht. Aber es wird eine halbherzige und kurze Flucht. Sie führt nur ein paar Straßen weiter bis zu dem Haus, in dem seine Eltern leben. Das steht übrigens am Ende einer Sackgasse. Hier hält er an. Die 1300 Mark, die noch übrig sind von Martha Neubauers Geld, versteckt er unter der Fußmatte. Dann steigt er aus und lässt sich widerstandslos festnehmen. Er steht schon jetzt nicht nur unter Verdacht wegen Martha Neubauer, sondern auch wegen Mordes an Anneliese Kaune. Deren Leiche ist nachmittags gefunden worden und keiner hat Nein angekreuzt bei der Frage nach Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod. Vielleicht nur deshalb nicht, weil der Überfall auf Martha Neubauer schon bekannt war. Am Tag danach verkündet die Polizei auf einer Pressekonferenz, dass ein Krankenpfleger 5 Morde und einen Mordversuch gestanden hat. Und seine Festnahme habe ihm, nach eigenem Bekunden, eine Last abgenommen. Der Täter war in der Tat erleichtert und hier... Ich sage nicht zu viel. Er hat also zum Schluss gesagt, dass er ganz froh ist und dass die Frau von gestern Morgen überlebt hat, weil er sonst wahrscheinlich weitergemacht hätte. Dieses letzte Opfer hat er bewusstlos liegen lassen.
Ich wollte, dass es zu Ende geht. Er hat die Möglichkeit einer Entdeckung also bewusst in Kauf genommen. Und warum? Um entdeckt zu werden, so unsere Ansicht. Er wollte, dass es aufhört. Ich denke, in erster Linie versucht Herr Delter auch da, wieder ein sehr positives Selbstbild zu generieren. Ja, also auch in der nicht ehrenwerten Serie noch etwas Ehrenhaftes zu konstellieren, weil er eben um ein oberflächlich sympathisches und angepasstes Bild bemüht ist, trotz der ganzen Serie. Delter zeigt sich kooperativ gegenüber der Polizei. Er lässt sich zum Beispiel zu Tatorten bringen und zeigt da, wie er seine Opfer umgebracht hat. Und er versucht, seine Schuld ein bisschen kleiner erscheinen zu lassen, als sie ist, auch wenn er mit seinen Eltern spricht. Ja, er sagte, er war es nicht. Das war ein anderer. Ich sage, wie war das ein anderer? Ich sage, das waren deine Hände, die zugepackt haben. Ich sage, das ist kein Fremder gewesen. Ja, das war ein anderes Ich von mir. Ich sage, naja. Ja. Der Prozess vor dem Bremer Landgericht dauert nur 6 Tage. Der Angeklagte ist geständig, da müssen nur wenige Zeugen vernommen werden. Die psychiatrische Sachverständige Nala Saime hat den Richtern erklärt, dass Delter voll schuldfähig ist. Am 22. November wird das Urteil verkündet, lebenslänglich. Außerdem wird festgestellt, dass Delter besonders schwere Schuld auf sich geladen hat. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Und Delter wird viel länger als 15 Jahre im Gefängnis sitzen, meint der Vorsitzende Richter. Nach meiner Erfahrung gehe ich von einer Mindestverbüßungsdauer von etwa 30 Jahren aus. Olaf Delter hat mindestens 4 eigentlich perfekte Morde begangen. Perfekt deshalb, weil keiner gemerkt hat, dass es Morde waren. Er ist am Ende trotzdem gefasst und verurteilt worden für die Morde an Lisbeth Nägler und seinen anderen Opfern. Aber auf deutschen Friedhöfen liegen Tausende, die angeblich eines natürlichen Todes gestorben, in Wahrheit aber umgebracht worden sind. Man hat in Deutschland so jährlich etwa 1000, 1200 Tötungsdelikte, die die Mordkommission bearbeiten. Und wir gehen davon aus, dass etwa eine ähnliche Zahl noch einmal vorkommt, die nicht entdeckt wird. Dazu gehören insbesondere solche Fälle wie bei der Mordserie Delter, als bevorzugte Opfer alte, schwache, zum Teil auch Kinder. Olaf Delter sitzt für lange Jahre im Gefängnis. Aber sein Fall zeigt, wer sich wie er leichte Opfer sucht und sie auf eher wenig auffällige Weise umbringt, der hat offenbar gute Chancen, ungestraft davonzukommen, weil rechtsmedizinisch vielleicht ungenügend ausgebildete, überforderte, vielleicht auch leichtfertige Ärzte natürlichen Tod bescheinigt haben, wo in Wirklichkeit gemordet worden ist. Und wenn in Deutschland Jahr für Jahr um die 1000 Tötungsdelikte nicht